möchte euch im Namen von der Appenzellerbahn zu dieser Projektinformation begrüßen. In Bezug auf Covid-19 haben wir keine Veranstaltung können durchführen, sondern tun das jetzt im Rahmen von so einem Kurzfilm euch ein Projekt präsentieren. Mein Name ist Michael Rusch vom Ingenieurbüro Herrsche von Appenzell. Mit euch für die Appenzellerbahn die Ausführung hier begleiten vom Büroanbau von der Haltestelle Stinnig. Als Bauunternehmer wäre hier die Schillere Bau AG tätig gewesen, die hier im Tiefbau ausführt. Wir stehen hier jetzt eigentlich gerade im Übergang zwischen dem Büro, der seegelassen werden kann, der genug breit ist, auch schon auf der genügenden Höhe ist für den behindertengerechten Anbau. Und hinter mir ist so ein bestehendes kleines Büro vorhanden. Da wird verbreitert, verlängert. Und auch hinter mir zu dieser Stützmauer muss noch um etwa 50 cm versetzt werden. Selbst ist die Hauptherausforderung dieser Baustelle, dass man den in Etappen ausführen kann. Hier sind wir im Warteraum drin, bei der Haltestelle Steinegg. Da ist der Billettautomat, der im Betrieb bleibt während dieser Zeit. Und hier sind auch Projektpläne, Situation, Querprofil und ein Informationsschreiben mit dem Kontakt von der zuständigen Bauleitung, von Michael Rusch. Und der Projektleitung von mir drauf mit E-Mail-Adresse, mit Telefonnummern, wo, wenn Fragen sind, kann auch direkt Kontakt aufgenommen werden. Da sind wir bei der Haltestelle Schwendi, wo wir behindertengerecht umbauen. Das heisst, den Perron-Umbau machen, die Perron-Neuerstellung machen. Wir würden den Zufluss und Abfluss zum Perron im Bereich vom Hotel Edelweiss erstellen, mit einem 15 Meter breiten Übergang, der aufs Niveau angehoben wird. Örtlich wird die Straße angepasst und zusätzlich wird im Nachgang dann nachher auch noch die Straße und der Einlenkerbereich, im ganzen Bereich saniert und höhenmässig durch das Landesbauamt der Kanton Appenzell-Innerrhoden saniert und erstellt. In diesem Bereich haben wir die Ausführungspläne aufgehängt mit einem kurzen Informationsschreiben, inklusive der Kontakt bei Fragen von der Bauleitung vom Ingenieurbüro Herrsche, Michael Rusch, der zuständig ist, und von unserer Seite auf der Appenzellerbahn, wo ich Rede und Antwort stehen würde. Wir erstellen hier Perronbauten erstellen gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz und würden hier Perronanlagen auf ein Niveau anlupfen, dass man stufenlos einsteigen kann. Wir werden für die Appenzellerbahn die Ausführung begleiten von dem Projekt. Von dem Neubau vom Hauptperro und Neubau vom Zwischenperro. Die beiden Perro werden durch einen Übergang, einen neuen Bahnübergang miteinander geschlossen. Die Firma Cellere ist hier am Bauen. Sie sind jetzt schon dran, die erste Vorbereitung selber zu machen. Und ab Ostern wird die Streckensperrung hier effektiv geschaffen. Ja, wie man sieht und hört, laufen hier schon die ersten Ebenen. Hinter mir ist die bestehende Parkanlage vom Bad Wasserau. Die wird auch neu gestaltet, gibt neue Wege, gibt eine neue Bepflanzung. Zum Teil alte Bäume werden gerodet und junge werden neu gepflanzt. Das Projekt oder der Projektabschnitt kann noch nicht ganz abgeschlossen werden, weil im Moment auch noch die provisorische WC-Anlage steht, die auch noch für den Moment noch weiter verbleibt. Aber es gibt auch in diesem Bereich schon eine Neugestaltung zum schönen Werk. Warteraum in Wasserauen haben wir Planunterlagen aufgehängt. Der Zugang zu diesen Plänen ist bis um Mitte der Ostern möglich. Nachher haben wir Bautätigkeiten und ist der Bereich abgesperrt für die Baustelle.